Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 112 Operator. Wir haben in der letzten Schicht eine gute Effizienz erreicht mit 91%. Auch wenn wir mit den Polizeieinsätzen nicht ganz hinterhergekommen sind. Deswegen haben wir noch eine neue Polizeieinheit am Ende der letzten Folge gekauft. Und haben jetzt mal was, worauf wir sparen können. So ein kleines Zwischenziel. Bis jetzt haben wir ja nur noch offiziell das mit den Ruf behalten. Über 19 Schichten. Und zwar können wir jetzt eine Flugambulanz kaufen. Kostet 300.000, kann eine Person transportieren. Kennen wir ja schon, haben wir ja schon eine von. Die haben wir aber damals geschenkt gekriegt. Und ich finde es eigentlich ganz praktisch, mal davon welche zu haben. Damit kommt man auch mal hier in die entfernten Gebiete sehr schnell. Oder wenn durch die Schicht sich alles irgendwie ein bisschen ja, auf ein Gebiet fokussiert hat, dass man dann doch nochmal auch in die abgelegeneren Gebiete kommt. Ich bin jetzt aber erstmal gespannt, wie das heute wird. Wir haben nämlich eine Unwetterwarnung. Das ist gewittert, beziehungsweise auch sehr viel regnet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in die Schicht und gucken uns das Ganze an. Vielleicht wird es ja doch kein Chaos. Ausnahmsweise mal. So, jetzt, es geht los mit einem Fall von der Treppe. Mit zwei Einheiten habe ich wohl als Patrouille eingestellt. Dann machen wir nochmal hier eine dritte. Ich habe das Ganze auch ein bisschen verteilt, dass das ein bisschen ausgeglichener ist. So, nehmen wir mal den ersten fest. Zurückgelassenes Paket haben wir gefühlt auch jede Schicht. Also in der letzten Schicht hatten wir auf jeden Fall zwei Stück, auch noch relativ am Ende. Jetzt haben wir einen Rohrbruch. Das ist schon mal der erste Feuerwehreinsatz. Ich glaube, davon werden wir heute ein paar sehen. Von Nissennest. Ja, so ist auf jeden Fall human. So kommt man hinterher. Diebstahl eines Fahrrads. So könnte es bleiben. Verrückter Fahrer ist auch eine gute Beschreibung. Autounfall, der zweite, der andere wird hier oben noch behandelt. Was haben wir jetzt hier? Taschendieb? Ach komm, du bist doch eh schon am Fahren, dann kannst du auch direkt dahin düsen. Also was mega gut ist, dass hier unten alles aufploppt, was wir brauchen. Wir machen jetzt erst einmal so und jetzt kümmern wir uns um einen Anruf. Hatten wir das nicht schon mal? Den Killer? Miss, where are you? Was? Nein, nicht schreien. Anhalten, verfolgen, nein. Polizei ist auf dem Weg. Wo ist der Anruf? Oh, direkt hier. Und SWAT haben wir auch da. Ne, Moment. Luke ist hier und wir nehmen die SWAT. Du fährst auch mal vorsichtshalber dahin. Ja, da fallen schon Schüsse. Hier haben wir jetzt Haus in Brand. Deswegen habe ich den Pickup hier oben. Beschädigter Hydrant, dafür reicht das Quad aus. Fahr du mal bitte ein bisschen hier in die Mitte. Da habe ich die Leute rausge... Die Fahrzeuge schon weggezogen. Hier unten haben wir noch Polizei. Was haben wir hier? Raserei. Ja komm, da kannst du noch eben hinfahren. Wie sieht es jetzt hier aus? Ambulanz. Fall gelöst. Dann kannst du ja mal dich um das Rotlicht kümmern. Du kannst zur Wache fahren. Machst du dich eigentlich noch hier drum, oder? Okay, sehr gut. Oder habe ich dich abgezogen? Das wäre jetzt meine andere Frage gewesen. Autodiebstahl. Betrunkener Fahrer. Du bist... Ja, du fährst ja eh gerade dahin. Ja gut, dann kannst du dahin fahren. Du fährst hinterher. Fall gelöst ist sehr gut. Dann... Gasexplosion. Oh, ne, dann nehmen wir mal lieber den Heli. Da kommt vielleicht noch was nach. Dann nehmen wir mal lieber dich hier. Oh, Geiselnahme. Wo ist unser SWAT-Team? Fahr du mal schon mal vor. Neuer Anruf. Help! I'm lost! Can't leave! Help! I'm terrified!
Ich hab solche Angst. Ich kann nicht weg. Where are you, sir? I'm at the rooftop! Where are you exactly? Verstecken. Ja, wir müssen ja erstmal finden, wo er ist. Can you repeat? Yes! Prüfen und, ja. Is there an antenna on that roof? Oh ne, da muss er weg. Sind Sie sicher, auf welche... Was? Bei null? Wie bei null? Ja, Feuerwehr ist in der Nähe. Die könnte mal da hinfahren und schon mal gucken. Fahr du mal bitte hier hin. Suche... Du fährst hier hin, bitte. Okay, jetzt geht's. Jetzt kommt gerade alles. Okay, irgendwo brauchen wir noch eine Feuerwehr. Da unten. Jetzt haben wir aber mittlerweile auch... Moment, wir haben vier Suchen gerade durch den Anruf. Moment, dann fahr du mal eben bitte dahin und guck mal, ob da was ist. Du fährst mal wieder zur Wache. Ah ne, fahr mal bitte hier oben zur Wache. Ich bin schon als Fahrrad, wir schicken Wasserwerfer dahin. Auch sehr gut. Polizeieinheit benötigt. Schicke ich da gerade jemanden hin? Ne, jetzt aber. Polizei, haben wir irgendwo eine... Haben wir nicht, okay. Dann fahr du mal bitte dahin. Also viele Leute verletzt, deswegen brauchen wir noch Einheiten. Polizei war hier, glaube ich, noch nicht. Ja, jetzt fehlt es da oben nämlich auch an Einheiten vom Rettungsdienst. Das ist gerade nicht so gut. Fragen wir erstmal wann. Okay, who's missing? My father. Okay, Vater. Haben Sie ihn angerufen? He left his phone at home. Nicht gut. Why did you let him go for a walk during a storm? He said he'd left his book on the bench. Sorry, ma'am, but him being gone for 4 hours, it's not enough time to start looking for him. But he's suffering from Alzheimer's disease. Okay, Alzheimer muss man, glaube ich, suchen gehen. Nee. Jemanden besuchen? Krankenhäuser? 24 Stunden warten? Nee, ich hätte mich da jetzt schon drum gekümmert. Schicken wir mal doch wen hin. Wenn wir irgendwo eine Einheit offen haben. Oder frei haben. Du fährst? Wohin fährst du? Fährst du hier hin? Oh, nee, nicht dahin. Wenn schon dahin. Du hast nichts zu tun, du fährst hier hin. Okay. Dann schicken wir mal ruhig den Pickup mit dahin. Machen wir ruhig Polizei und Feuerwehr raus. So, was haben wir jetzt alles offen? Blickt gerade nicht so ganz durch. Ja, Polizeieinheiten benötigt. Haben wir gerade nicht offen. Ah, hier doch. Hier, SWAT-Team kann man hier zum dem fahren. Wie sieht's hier unten aus? Haben wir alles? Dann fährst du hier oben hin. Suche abgeschlossen. Du fliegst... Ah, okay. Der fliegt jetzt die ganze Zeit hin und her. Polizei, da. Ich glaube, ich mache das mit der Patrouille irgendwann mal aus. Das verwirrt mich gerade, wenn die sich auch noch die ganze Zeit bewegen. Ich brauche noch einen Sunny. Und ich brauche noch einen zweiten. Ich brauche noch mehr Rettungswagen. Der schluckt und schlag. Ja. Nee, wir kommen eh zu spät. Ich glaube, wir kommen zu spät. So, was haben wir jetzt gerade noch offen? Das. Du stehst. Und Polizei. Irgendwo ist Beamter außer Gefecht. Bewaffneter Angriff. Unten fährt auch noch einer rum, der unsere Aufmerksamkeit möchte. Ach, Gefängnisausbau auch doch direkt. Da ist irgendwo was auf dem Weg. Das dauert aber noch. Was haben wir jetzt hier? Müll in Brand. Ja, da sollte ja der Tank reichen. So, noch einmal Polizei. Ja gut, Gott sei Dank haben wir so viele Fahrzeuge.
Oh, da wollen die eine Polizeieinheit für haben. Das ist aber ein weiter Weg. Haben wir gerade eine frei? Die irgendwo da in der Nähe ist. Hier ist auch noch was offen. Ach, hier oben steht auch einer. Du fährst mal... Ne, fahr du mal hier unten hin. Du fährst hier in die Nähe. Wir brauchen hier noch die Feuerwehr. Was haben wir jetzt hier? Vermisster Vater. Ja. Ich hoffe mal, dass der oder der gleich frei ist. Ja, da musst du zwei festnehmen. Hier nehmen wir auch zwei fest, das ist nicht gut. Dann musst du jetzt hier hinfahren. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Aber wir haben den Vater zumindest gefunden. Was haben wir jetzt hier? Alles, Motorradunfall. Da müssen wir schnell sein. Haben wir... Feuerwehr fährt hin, Krankenwagen... Dann nehmen wir dich hier. Ah ne, du hast da einen Auftrag. So. 1, 2, 3 mal Polizei haben wir noch offen. Nicht gut. Ja, den einen würde ich schon da oben gerne lassen. Wie sieht's hier aus? Wir sind. Ach, hier ist noch der Polizeiwagen, der außer Gefecht ist. Polizeieinheit benötigt. Auch da brauchen wir nochmal Polizeieinheiten. Und noch mehr Sanitäter. Okay. Ich schicke mal nochmal einen zweiten dahin. Was ist hier mit? Hier ist auch noch was. Ach, der hat jetzt... Okay, der fährt jetzt immer wieder dahin. Officer schon wieder irgendwo, der angegriffen wird. Wollen wir den hingeschickt? Sexueller Übergriff. Ob ich denn jetzt noch hier was offen, mittendrin? Ne, da kann der auch hinfahren. Wir kriegen nämlich keine mehr. Sanitäter, Autounfall, was ist denn gerade noch offen? Jetzt habe ich gerade gar keinen Überblick mehr. Es hat so gut angefangen, die Schicht. Haben wir. Haben wir. Hier fehlt nur noch der Krankenwagen, der kommt gerade. Hier kommt... Ja, hier kommt gerade auch einer. Was haben wir jetzt hier? Achso, da sind die noch dran. Fahr du mal ruhig hier ein bisschen schneller hin. Und du durch, bis fährst du nach hier oben. Du musst ja keinen verhaften. Bei kaputte Ampel. Die wird einfach repariert. Wie viele haben wir denn hier jetzt noch? Oh, einen Verletzten. Da waren, glaube ich, 4 oder 5 Verletzte. Der ist einmal leer gefahren. Der ist jetzt voll und eine Person haben wir immer noch verletzt. 161 Ruf zeigt auf jeden Fall, dass eine ganze Menge an Aufträgen da war. Auf den Fall haben wir gelöst. Hier wäre vielleicht noch jemand, der näher da ist. Dann haben wir die Schicht schneller rum. Und dann sollten wir alles haben. Okay, hat uns irgendwas an Personal gefehlt? Ja, irgendwann war halt einfach viel zu viel los. Aber ich glaube nicht, dass wir uns jetzt da zwingend nochmal neue Fahrzeuge für leisten können und sollten. Was ist das jetzt noch hier? Ein Autounfall. Ja. Da werden jetzt die Personalien aufgenommen und dann war es das. Dafür sind direkt 2 Polizeiwagen gekommen. Sehr gut. Okay, haben wir gelöst. 94% Effizienz. Einen Notruf haben wir nicht gelöst. Vermeidbare Todesopfer 0, also es ist keiner gestorben wegen uns. In einer Schicht haben wir 33 Menschen festgenommen. 53 Notrufe in 14 Minuten ist die Folge jetzt lang. Ah, hier, zurückgelassenes Paket, minus 12 Ruf. Das ist das nicht gelöste, der nicht gelöste Notruf. Ja, schade. Eine Person wird befördert. Oh, ach, man kann hier scrollen. Oh, okay. Ich dachte immer, da wird nur einer angezeigt. Befördert, befördert, verletzt. Einer, zwei, drei. Okay, damit sind ein paar Leute außer Gefecht gesetzt, gerade bei uns. Sehe ich das irgendwo, wenn ich jetzt hier auf Polizei gehe? Ja, hier ist ein Platz frei. Da ist ein Platz frei. 4, 2, 4, 2, 5. Die Frage, füllen wir das auf oder nicht? Polizei ist ja doch immer was... Also hier den dritten oder den vierten im Bunde, den brauchen wir nicht. Ich würde eher hier den auffüllen. Effizienz ist jetzt nicht ganz hoch.
Was macht denn so ein Polizeihund? Okay, der ist für die Suche zuständig. Haben wir jetzt nicht ganz so häufig gehabt. Wie gut kannst du fahren? Nicht ganz so gut. Du bist lieber bei 98% Präzision, dann wirst du der Fahrer. Ich glaube, da ist es ein guter Kompromiss, einfach einen mehr eingestellt zu haben. Mein neues Auto macht gerade keinen Sinn, so viele Verletzte wie wir haben. Wir haben immer noch eine Unwetterwarnung. Ich würde sagen, wir gucken aber mal in die Mails rein. Großes Konzert, Unterstützung angefragt. In 2 Tagen gibt es ein großes Open-Air-Konzert in der Stadt. Bereiten Sie sich bitte auf dieses Event vor. Die Zahl der Polizeieinheiten und Krankenwagen in diesem Gebiet sollte aufgestockt werden. Oh nein, bitte nicht. Oh, wir haben den Ambruskiller festgenommen. Die mörderische Frau, die für eine Reihe von grauenhaften Morden verantwortlich war, wurde von Einheiten der Polizei festgenommen. Die Mörderin wurde während einer Schießerei gefasst und wartet nun in einem Hochsicherheitsgefängnis auf ihren Prozess. Yes, das ist gut. Wir haben den... Wo haben wir den noch hier? Den Feuerteufel haben wir noch vor gar nicht allzu langer Zeit festgenommen. Direkt als wir es konnten, und der Armbrustkiller ist jetzt auch festgenommen. Was haben wir jetzt hier? Wasservorräte. Ja, okay, das kennen wir schon. Jedes Feuerwehrfahrzeug hat sein eigenes Limit. Und die fahren dann immer hin und her. Ah, okay. Reservoir oder fließendes Gewässer geht auch. Ja, okay. Das ist alles in Ordnung. Aber das kennen wir auch schon. Oh, ne. Du kannst ruhig... Einfach du mal ein bisschen hier runter. Die Einheiten sind immer noch nicht im... Können wir die benutzen? Ne, immer noch nicht. Mach mal ruhig ein bisschen Polizei in der Mitte. Da ziehe ich sie eh am Ende raus. Ne, hier oben fehlte Polizei. Wir hatten hier oben den Wasserwerfer, aber wir konnten hier nichts machen. Ja, mit der Konstellation würde ich dann nächste Woche in die nächste Schicht gehen. Eine Schicht noch vor dem Konzert. Ich hoffe mal, dass das Unwetter wenigstens dann nachgelassen hat, wenn das Konzert ist. Beides könnte ein bisschen hektisch werden. Das war's aber erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.